dachte, ich habe mir den Mut genommen, mich dieser Frage zu stellen. Christsein ohne Gemeinde, Fragezeichen, geht das? Ist es aus Gottes Augen richtig und gut? Und das ist für uns als Gemeinde, soll das die entscheidende Frage sein. Nicht, wie wir uns dabei fühlen in erster Linie, sondern was gut ist und was Gott will. Und ich weiß nicht, ob ich dem Thema gerecht werde. Normalerweise soll man das nicht am Anfang von der Predigt sagen, aber ich hoffe, ich kann die Gedanken, die ich habe und was ich aus dem Wort gesehen habe, einigermaßen gut wiedergeben. Warum Menschen ihren Glauben ohne Gemeinde leben? Da gibt es, also ihren Glauben an Jesus, ja, da gibt es eine Vielzahl von Gründen und ich habe einige, auf die ich heute eingehen will, und die Liste ist sicherlich nicht vollständig. Ja, das sind nur Dinge, die mir eingefallen sind, die ich gehört habe oder auch gelesen habe von Menschen. Und darüber, ich will auch über die einzelnen Personen überhaupt kein Urteil fällen. Darum geht es mir nicht. Das steht mir auch gar nicht zu. Ja? Und ein Grund, warum sehr viele Menschen aus der katholischen, evangelischen Kirche austreten, der aber leider auch in freikirchlichen Gemeinden ein Grund ist, ist Missbrauch. Und davor ist leider niemand gefeit. Ich lese erst mal aus der Bibel. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sie haben gerade darüber diskutiert, wer von ihnen der Größte ist. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher der Welt sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich habe erst diese Woche, also vergangene Woche, über einen christlichen Autor, dessen Bücher ich sehr schätze, gelesen, wie nach seinem Tod vor einigen Jahren dann immer mehr rauskam, dass er zahlreiche Frauen sexuell missbraucht hat. Und zum Teil war das so, dass die Frauen das gesagt haben und dann gab es zwischen seiner Ministry, die nach ihm auch benannt war, und den Frauenschweigeabkommen, die haben dann $200,000 bekommen, Geld, das gespendet wurde für die Ministry, haben sie dann bekommen, dass sie das nicht veröffentlichen. Und es wurde dann so verargumentiert, ja, also der hat ja so viele Follower, Hunderttausende auf der ganzen Welt und deren Glaube wäre ja erschüttert, wenn das bekannt werden würde. Und das geht ja nicht, deswegen wurde es verheimlicht. Und dann kamen aber nach seinem Tod immer mehr und dann gab es tatsächlich eine Kommission, eine Anwaltskanzlei, die dann das geforscht hat. Und ich habe davon nichts mitbekommen, bis ich es diese Woche irgendwie gelesen habe, zufällig. Und ich war so schockiert. Ja. Aber wir können da mit dem Finger auf andere zeigen, aber die Gefahr ist überall. Und ich rede jetzt nicht nur von sexuellen Missbrauch, sondern auch von Machtmissbrauch. Das passiert leider auch in christlichen Gemeinden. Wir haben im letzten Jahr von Klagen, die in Schwestergemeinden von uns in Amerika wegen sexuellem Missbrauch waren. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir sind als Leitung vor euch getreten, haben gesagt, wir wissen davon nichts in unserer Gemeinde, aber wir können ja nicht ausschließen, dass in den Jahrzehnten der Existenz dieser Gemeinde sowas passiert ist. Und ich sage das heute wieder, wir bitten darum, wenn ihr betroffen seid oder jemand kennt, dann sprecht. Wir hatten damals einen Bruder und eine Schwester als Ansprechpartner, die nicht in der Leitung sind und auch nicht verheiratet sind mit den Mitgliedern des Gemeinderats, gebeten und auch nie in Leitungspositionen waren, da zur Verfügung zu stehen, als erste Ansprechpartner. Es kam niemand auf sie zu. Das heißt immer noch nicht, dass es nicht passiert ist. Aber was ich sagen möchte, wir wollen eine Nulltoleranz
Politik, wenn ich das Wort mal benutzen darf, in unserer Gemeinde dafür haben. Natürlich gibt es mal auch einen Vorwurf von Missbrauch, der nicht berechtigt ist. Das macht es leider so schwierig. Und gerade bei sexuellem Missbrauch gibt es leider auch Frauen, die nur Geld rausholen wollen. Das ist die Minderheit. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das sind wenige, aber das gibt es halt auch. Ja? Und da dann zu wissen, wer hat recht. Aber einfach zu sagen, ja, der Prediger hat immer recht. Oder zu sagen, der hält so tolle Predigten. Das geht nicht. Und das ist in Gottes Augen nicht zu tolerieren. Ja? Und das müssen wir klar sagen. Und was wollte ich noch sagen? Es ist sogar so, es wird nirgendwo im Neuen Testament von Leitern der Gemeinde, von Eltern oder von wem auch immer gesagt, dass sie Macht haben oder Autorität. Leiten ja, aber keine Macht, die hat nur Jesus. Und das müssen sich alle, die in irgendeiner Rolle leiten, immer bewusst sein. Wenn du leiten willst, dann sollst du zuerst mit deiner ganzen Einstellung der Diener sein und nicht der Herr. Und andere gehen, weil sie verletzt wurden. Vielleicht nicht so schlimm, dass man es Missbrauch nennt, aber sie wurden einfach verletzt. Sie wurden enttäuscht, ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, und dann gehen sie. Und das kann ich gut verstehen. Bei Missbrauch muss man sich manchmal trennen. Wenn da nichts passiert, ja, dann muss man sich von der Gruppe trennen. Das geht nicht mehr. Da ist der Schutz des Opfers viel, viel wichtiger. Das wollte ich noch zum Missbrauch sagen. Aber Verletzungen, Enttäuschung, ja. Ich habe sicher schon einige von euch verletzt und noch viel mehr enttäuscht. Und ich wurde auch von einigen von euch verletzt und enttäuscht. Das ist leider so. Wir wollen das nicht, aber das passiert. Und auch im Neuen Testament möchte ich hier Verse von Paulus vorlesen. Paulus war nicht naiv, der wusste auch, der Ruf ist dazu da, das nicht zu tun. Aber es passiert. Wir sind alle Sünder und da verletzen wir einander. Damit heiße ich das nicht gut. Es passiert aber. Aber Paulus sagt, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Wir haben hier einen Rat, eine Anweisung, nehmt es so auf, wie ihr wollt, von Paulus und ich glaube vom Heiligen Geist, wie wir mit sowas umgehen sollen. Wir sollen gemeinsam damit umgehen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Paulus weiß, dass in der Gemeinde wie in unserer Verletzungen und Enttäuschungen da sind. Der Weg ist, gemeinsam das zu lösen und nicht auseinanderzugehen. Gemeinsam einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Einander ertragen, ja. Du lachst. Nee, habe ich auch nie gesagt. Vor allen Dingen, wenn du mich ertragen musst, das ist nicht einfach. Ja, also der Weg ist gemeinsam, nicht getrennt. Ja? Gebt dem Wort Raum in eurer Mitte, nicht lies alleine die Bibel. Ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Ja? Ich
Die Veränderung, dass ich weniger zu ertragen bin, im positiven Sinn, ja, also dass ich weniger tue, dass andere ertragen müssen, damit es nicht falsch verstanden wird, und dass ich weniger andere verletze, die geschieht durch eure Hilfe. Da kann ich das lernen. Und ihr könnt von mir lernen. Das ist der Weg, den Gott sich vorstellt und wünscht. Und nicht der Weg, ich bin verletzt, also tschüss. Das ist in der Familie so, das ist in der Gemeinde so. Die sind alle Heuchler. Nicht alle, einer ist keiner. Ja, das ist Heuchelei, gibt es überall, wo Menschen sind, gibt es leider auch Heuchelei. Paulus sagt, eure Liebe sei ohne falsch. GodAnswers.com sagt, aber ich finde den Satz gut, ein Heuchler mag von außen zwar gerecht und ehrlich wirken, aber das ist eine Fassade. Wahre Gerechtigkeit stammt von der inneren Verwandlung durch den Heiligen Geist, nicht von einer externen Konformität zu ein paar Regeln. Ich bin seit über 40 Jahren Christ und wenn ich zurückblicke, kann ich nicht sagen, dass ich nicht manchmal Schau gespielt habe, dass ich mit meinem Herzen nicht dabei war. Und ich glaube, die meisten von euch würden das für sich auch so sagen. Und das ist eine Gefahr, wenn wir in eine Routine gehen. Also zum Gottesdienst kommen macht dich nicht zu einem Christen. Ja. Keith Green, ein leider zu früh verstorbener Leader, also Sänger und Songwriter, von dem das Lied zum Beispiel Erst der Erlöser, das wir manchmal singen, ist, der hat mal gesagt, du wirst durch Gottesdienstbesuche genauso wenig ein Christ, wie du, wenn du zu McDonald's gehst, ein Hamburger wirst. Ja. Sondern es ist, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, uns vor ihm beugen, wenn wir unsere Herzen von ihm leiten, für ihn öffnen und von ihm verwandelt werden. Und deswegen, die sind alle Heuchler, halte ich persönlich für überzogen. Und ich wage zu behaupten, auch die Person, die das sagt, ist nicht frei davon. Das rechtfertigt keine Heuchelei. Hier noch was aus God Answers. Heuchelei ist nicht dasselbe wie das Eintreten gegen die Sünde. Es ist zum Beispiel keine Heuchelei zu lehren, dass Trunkenheit eine Sünde ist, selbst wenn wir betrunken waren. Mal. Christen werden nicht perfekt sein. Wir werden immer noch sündigen. Es ist nicht heuchlerisch, den biblischen Maßstäben nicht gerecht zu werden. Aber es ist heuchlerisch zu sagen, dass wir an Gott glauben und ihm gehorchen wollen und dann nicht versuchen, dies zu tun. Es wäre heuchlerisch, gegen Trunkenheit zu lehren und sich gleichzeitig jedes Wochenende zu betrinken. Es wäre auch heuchlerisch, so zu tun, als ob wir, weil Trunkenheit keine Sünde ist, mit der wir zu kämpfen haben, als ob wir dann Gottes Gnade weniger nötig hätten als diejenigen, für die sie ein Problem ist. Ja, wie kannst du damit ein Problem haben? Ich habe mit ganz anderen Sachen ein Problem, wo der Bruder keins hat. Heuchelei passiert, Heuchelei ist nicht gut und die Einladung gilt an uns alle, uns zu prüfen und Gott immer wieder zuzuwenden. Und Gott sei Dank ist er offen. Wenn wir ehrlich zu ihm kommen, dann nimmt er uns an und vergibt uns. Und dass wir den Mut haben, ehrlich zueinander zu sein. Noch was zu dem Satz, die sind alle Heuchler. Jesus in Lukas 4,16 kam, heißt es so, kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. In anderen Übersetzungen heißt es, wie es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen an diesem Sabbat. Jesus ging immer in die Synagoge am
am Sabbat. Und Jesus kannte die Herzen eines jeden Menschen. Und wenn einer einen Grund gehabt hätte, zu sagen, die sind alle Heuchler, dann war es Jesus. Aber Jesus ging in die Synagoge, weil er Heuchler auch liebt. Und weil er viel mehr in Menschen sieht, als nur das Heucheln. Und weil er möchte nicht, dass sie Heuchler sind. Er möchte sie verändern und er möchte sie gewinnen. Aber wenn einer einen Grund hatte, nicht mehr in die Synagoge zu gehen, dann war es Jesus. Die Synagoge, das Wort heißt Versammlung. Das ist die Versammlung der Juden. Um aus Gottes Wort zu hören, um zu singen, genau das machen sie heute auch noch. Und zu beten und Gemeinschaft zu haben. Und falls ihr euch wundert, warum im Neuen Testament zu dem, was wir hier Gottesdienst nennen, der Name Versammlung steht, dann aus demselben Grund. Das heißt Synagoge. Wir kommen zusammen. Und Jesus hat sich mit Heuchlern abgegeben. Und er ist mein Vorbild. Ich will das auch tun. Dann sagen manche, und auch nicht unberechtigt, das, was ich da erlebt habe, ist nicht das, was ich in der Bibel lese. Und da ist viel dran. Und wir müssen uns fragen, ja, wir leben nicht im ersten Jahrhundert, ja, darf ich im 21. Jahrhundert einen Laptop und einen Beamer benutzen für eine Predigt oder muss ich Schriftrollen haben? Ich meine, da kann ich viele Fragen stellen in dieser Form, in der Bibel, was ich in der Bibel lese, aber so ist es ja auch nicht gemeint, sondern ist gemeint, das, was die da machen, was ich da lese, wie das sein sollte, so ist es nicht bei uns. Und die Frage müssen wir uns ernstlich stellen. Wie kann ich dem im 21. Jahrhundert, in Deutschland, in München, wie kann ich dem entsprechen? Und wenn da was ist, was dem widerspricht, dann sind wir aufgefordert, daran zu arbeiten, dass das dem viel mehr entspricht. Und das Schöne ist, dass wir das können. Wir haben die Bibel als Maßstab und sonst nichts. Ja? Wir haben Gewohnheiten und vielleicht gibt es Erwartungen von allen möglichen. Wir haben unterschiedliche Wünsche und Erwartungen. Aber wir können Dinge ändern. Wir haben keinen Katechismus oder kein irgendwas, das uns vorschreibt, wie wir was wann zu tun haben. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn jemand das sagt, würde ich die Frage stellen, ja, welche Bibelstellen meinst du denn? Meinst du die, in denen Harmonie herrschte oder die, in denen sie gestritten haben, die Jünger? Naja, lest den ersten Korintherbrief. Ja, wie die haben sich gestritten, das spricht Paulus an. Und dann haben sie wegen ihrer Freiheit in der Gnade einen Mann, der mit seiner Stiefmutter, mit der Frau seines Vaters, also nicht seiner eigenen Mutter, aber mit der Frau seines Vaters ein Verhältnis hatte, in der Gemeinde akzeptiert und toleriert. Und gleichzeitig nennt sie aber Paulus, ihr seid die Gemeinde Gottes. Er spricht die Sachen an, ja, aber er sagt, das müsst ihr ändern, das geht so nicht, ja. Aber gleichzeitig sind sie das, ja. Und deswegen, es gibt keine Gemeinde im Neuen Testament, die perfekt war. Die waren alle, so wie wir, ein Haufen von Sündern und Sünderinnen, denen vergeben wurde, die an Jesus glauben. Und es ist unsere Aufgabe, uns nach dem auszurichten und nicht zu sagen, so sind wir halt. Ja? Aber wir müssen mit dieser Spannung leben. Genau wie wir als Einzelne, also wer von euch ist ein Heiliger? Hände hoch. Oder eine Heilige. Dann dürfen die Frauen auch die Hände heben. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also, ihr seid, wenn ihr im Glauben Jesus Christus angenommen habt und euch in seinem Namen hat taufen lassen und versucht mit ihm zu leben in aller Unvollkommenheit, dann seid ihr Heilige aus Gottes Sicht. Und auch aus meiner, ihr seid Heilige.
Und gleichzeitig sagt ihr, ja, wie meint, kommt drauf an, wie du das meinst, denn wir wissen, so heilig bin ich nicht. Und ich habe das nicht verdient, heilig genannt zu werden. Es ist nur wegen Jesus, dass ich heilig bin. Und nur durch ihn kann ich überhaupt so denken, ich bin geheiligt durch ihn, ich bin ein Heiliger. Du bist eine Heilige, Conny. Ja, das nur durch Jesus, nicht weil ich so toll bin. Und genau dasselbe trifft auf uns als Gemeinde zu. Dann kommt oft, liest man auch viel im Internet, man kann Gott auf viele Weisen erfahren. In der Natur, in der Meditation, beim Töpfern. Habe ich gelesen tatsächlich so. Man braucht dazu keine Gemeinde. Ich glaube, man kann Gott auf viele Weisen erfahren. Ja. Ich erfahre ihn persönlich nicht beim Töpfern, zumindest bei den wenigen Versuchen, vielleicht habe ich nicht lang genug ausgehalten. Man kann Gott auf viele, ich meine, wenn man in den Bergen ist und dann ist man überwältigt oder irgendwo, ja. Mir ging es so letztes Jahr beim Canyons in Amerika, ja. Man ist überwältigt von der Schönheit der Natur, von der Größe Gottes am Ende. Ja. Man kann Gott auf viele Weisen erfahren. Trotzdem sage ich, man braucht auch eine Gemeinde dazu. Ich kann dem einfach nicht zustimmen, dem Satz, man braucht dazu keine Gemeinde. Und das möchte ich begründen. Ist das denn so, ja, als Rückfrage? Denn ich bin überzeugt, die Gemeinde ist der Plan Jesu für diese Welt. Der Plan Gottes. Und es ist seine Berufung für mich. Matthäus 16. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Damit meint er sich selbst. Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Der war schon tot. Andere für Elia, der war auch schon tot. Und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und dann sagt Jesus, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Barjona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Jesus baut seine Gemeinde auf einen Felsen. Auf diesen Felsen, sagt er. Wir können darüber streiten, da ist in eckigen Klammern 3 und 4. Petrus heißt nämlich Stein auf Griechisch, Petros, aber auf der Felsen ist das in weiblicher Form dann. Und das ist ein ganzes Gebirge, Felsgebirge. Ich will da gar keine Aussage treffen, ob Jesus Petrus meinte, oder ob es die Tatsache, dass Jesus der Messias ist, was Petrus da ausgesprochen hat, dass das der Felsen ist, auf den er die Gemeinde baut. Oder der Glaube von Petrus ist jetzt nicht entscheidend. Tatsache ist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und diese Gemeinde ist was Besonderes, denn es heißt, keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Los ging es, naja, er hat 12 Männer berufen zu seinen Aposteln und dann waren es 120, die nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt zusammen waren und dann fiel der Heilige Geist zu Pfingsten, das war der Start, auf die Männer, auf die 12, glaube ich, und da Petrus predigt, ja, öffentlich vor Tausenden in Jerusalem, die zum Pilgern in der Nähe vom Tempel waren, über Jesus als den Messias, den Sohn Gottes. Und er endet mit den Worten, ihr habt diesen Messias gekreuzigt. Doch er ist auch verstanden. Ja. Und dann waren sie entsetzt und sagt, was sollen wir tun? Und was sagt er? Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen zur Vergebung eurer Sünden
auf den Namen Jesu und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann heißt es hier, die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Hier steht ihrer Gemeinschaft in eckigen Klammern, das steht nicht im griechischen Text. Die Frage ist, was wurden die hinzugefügt? Es steht nicht, 3000 schlossen sich ihrer Gemeinde an oder haben einen Mitgliedsantrag unterschrieben, sondern sie wurden hinzugetan. Und ich glaube, was da in eckigen Klammern steht, das ist richtig. Ihrer Gruppe, ihrer Gemeinschaft, ihrer Gemeinde wurden sie hinzugetan. Wenn ich mich für Jesus entscheide als Mensch, als Individuum, hat das eine Auswirkung auf mich, denn ich werde etwas hinzugetan. Das kann ich nicht voneinander trennen. Ich entscheide mich für Jesus, das ist meine freie Entscheidung und ich werde der Gemeinde hinzugetan. Und was haben die gemacht, die da hinzugetan wurden? Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das waren die prägenden Dinge ihres Zusammenseins, das, was sie verbunden hat in den ersten Tagen und später auch. Ja, ich denke, so baut Jesus seine Gemeinde. Er ruft Menschen zu sich und fügt sie hinzu. Und Martin hat darüber gepredigt, sagt er hier, im 1. Petrus schreibt Petrus, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, das ist Jesus. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Jesus ist der lebendige Stein. Und er ist der Eckstein eines geistlichen Hauses, nämlich des neuen Tempels. Und jeder und jede von uns ist eingeladen, ein lebendiger Stein in diesem wunderbaren Tempel Gottes zu sein. Und wir sind Priester und Priesterinnen. Ja, das ist mit meiner Nachfolge an Jesus verwoben und verbunden. Ich kann das im Neuen Testament nicht voneinander trennen. Ach, ich bin ein Jünger Jesu, gehöre ich zu irgendeiner Gemeinde? Nein, das geht nicht im Neuen Testament. Und Paulus geht viel weiter noch bei den Korinthern. Er sagt, der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehnlichen, die kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollten einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen
seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Einige hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Das sind erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann kommen die, die Wunder tun, dann die, die Gnadengaben zum Heilen, zur Hilfeleistung und zum Leiten haben. Schließlich die, die in ungelernten fremden Sprachen reden. Sind nun etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Können alle Wunder tun? Haben alle Gnadengaben zum Heilen? Reden alle in fremden Sprachen? Können sie alle übersetzen? Ihr bemüht euch um die größeren Gaben? Dann zeige ich euch einen Weg, der viel besser ist. Paulus sagt, wir sind als Gemeinde ein Körper. Und es ist nun mal so tatsächlich, dass jedes Organ und jedes Körperteil eine Aufgabe hat und gebraucht wird. Gebraucht wird. Und wenn das nicht funktioniert, dann fehlt uns was. Dann können wir nicht so leben wie sonst. Natürlich gibt es den Kopf und das Herz, das muss sein, ja, und einige Organe, ohne die können wir gar nicht leben. Alle anderen, ja, also wenn ich sagen würde, ich brauche den Finger nicht mehr, oder der Finger sagen würde, hey, ich will nicht mehr, ich löse mich mal vom Körper. Das Interessante ist, der Körper würde weiterleben. Ihm würde was fehlen. Manche Greiffunktionen, so weiter, Klaviertasten, könnte er nicht mehr bedienen. Was würde aus dem Finger werden? Der wird eingehen. Wir brauchen einander. Wir sind nicht geschaffen, um als einzelne Menschen in der Welt zu leben. Nicht nur in der Gemeinde, wir Menschen brauchen das. Wir sind soziale Wesen. Ich habe gelesen, im 13. Jahrhundert soll Kaiser Friedrich II. Ein Experiment durchgeführt haben. Und der Geschichtsschreiber Salimbene von Parma berichtete darüber. Und zwar wollte Friedrich eigentlich nur ein Sprachenexperiment machen. In seiner Version schreibt er, Friedrich wollte herausfinden, ob isolierte Kinder, die mit niemand Kontakt haben, Hebräisch zu sprechen beginnen, die Sprache von Adam und Eva. Auch Griechisch, Latein oder Arabisch kamen in Frage. Oder die Sprache der Eltern, denen sie weggenommen worden waren. Es ist grausam, ja. Wisst ihr, was das Resultat dieses Experiments war? Welche Sprache sie gesprochen haben? Sie sind alle gestorben. Weil Menschen nicht ohne Zärtlichkeit, ohne Kontakt, ohne Liebe leben können. Wir sind nicht gemacht dafür. Kannst du sagen, ja, okay, das stimmt, aber was hat das mit Gemeinde zu tun? Auch als Gemeinde sind wir nicht gemacht, also das ist schon Widerspruch, Gemeinde gibt es nicht aus unabhängigen Personen. Ja? Auch als Jüngerinnen und Jünger Jesu sind wir geschaffen dazu, Gemeinschaft zu haben. Und zwar so eng, dass wir mit einem Körper verglichen werden. Und das gibt mir doch auch Würde, ich werde gebraucht. Es ist keiner so gering, dass er nicht gebraucht werden würde, dass er nichts beitragen könnte im Leib Jesu. Und Paulus sagt er, weil manche haben da gedacht, oh, die großen Gaben, ja. Ich muss hier Prediger sein, ich muss hier das sein, ich muss im Vordergrund stehen. Ja, da haben sie sich nachgedrängt in Korinth, das war nicht gut. Und er sagt, es gibt einen Weg, der viel besser ist. Ja, und von dem haben wir schon gelesen. Ja, Jesus sagt, das ist der Weg. Im 1. Korinther 13 schreibt der Paulus dann über die Liebe. Und Jesus sagt, liebt einander, genau wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie geht das, wenn wir alle einzeln in unseren Wohnzimmern sitzen, uns schöne Predigten auf YouTube anhören oder Bücher lesen? Wie soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind? Es geht nur an der Liebe zueinander. Und deswegen sage ich, das stimmt nicht.
dass man Gott auf viele Weisen erfahren kann, aber die Gemeinde dazu nicht braucht. Und dann gibt es halt oft den Satz, es gibt mir nichts. Und der kitzelt mich, der fordert mich stark heraus. Denn ihr seht es in der Überschrift, ist das die richtige Erwartung? Gibt mir das was? Paulus schreibt im Römerbrief auch, aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch. Denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist, und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube, von dem Gott jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, aber hat viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Und jetzt kommt's. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das tun. Der Ruf ist, du hast eine Gabe? Setz sie ein. In der Gemeinde. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Paulus sagt, wir haben verschiedene Gaben und das Ziel ist nicht, es gibt ja Gabentests und so weiter, das Ziel ist nicht, dass ich erkenne, was ich für eine Gabe habe und dann glücklich bin damit. Das ist ein nötiger Schritt, aber das Ziel ist, dass ich meine Gabe einsetze in der Gemeinde. Ja? Mit richtiger Einstellung, mit Demut, mit ihr wisst schon, mit dem Herzen am richtigen Fleck, ohne Heuchelei, ohne mich als Herrn zu sehen. Aber ich soll sie einsetzen. Die Aufforderung ist immer mit Ausrufezeichen hier, weil das ist eine Aufforderung. Dann mach das, wenn du diese Gabe hast, dann setze sie ein. Deswegen ist die Frage doch gar nicht immer, wie viel gibt mir das? Die Frage ist falsch, gibt mir das was? Die Frage ist, was gebe ich, wenn ich diese Frage stelle, wie kann ich beitragen, wie kann ich geben? Dann stelle ich die Frage, die Jesus mir vorgelebt hat, als Diener, als der, der das Handtuch nimmt und die Füße wäscht, wo alle gewartet haben, dass doch mal einer die Füße wäscht. Ich bin ganz offen, ich erlebe Sonntage, die geben mir hier nichts oder nicht viel. Ich erlebe andere Sonntage, die geben mir viel. Und jedem von uns geht das so. Ja? Ich mache das nicht davon abhängig, ob ich hierher komme, ob der Roman die Lieder leitet oder der Christoph. Ob der, wer auch immer predigt oder ich selbst. Da muss ich kommen, okay. Schwierig. Ja? Aber... Nur deshalb trage ich mich da ein, damit ich wenigstens, nee. Ja, aber versteht ihr, ich wirklich, da, das, es geht mir nicht immer so, dass ich so denke, wie kann ich beitragen. Und ich kann sagen, das Wertvollste, was ich erlebe, ist in Gesprächen vor und nach der Versammlung, im Treppenhaus. Und deswegen, ich war mehrfach sonntags mit Martina zu Hause und habe den Gottesdienst per YouTube verfolgt. Das ist schön und Martina ist sehr dankbar dafür, dass das geht. Aber es ist nicht das Gleiche, wie hier mit euch zu sein. Und manchmal mag ich eine Predigt halten und die mag niemand von euch helfen. Und dann 5 Wochen später sagt einer am selben Sonntag, was du mir im Treppenhaus gesagt hast. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da gesagt haben soll. Das hat mir so geholfen. Ja? Das ist der Wert der Gemeinschaft. Und den verpassen wir auch, wenn wir auf YouTube wo sind, teilnehmen. Wir können nicht teilnehmen, wir können uns was anhören. Und Gemeinde ist doch nicht, Information zu vermitteln, sondern wir brauchen einander als Vorbilder und als Feedbackgeber.
Ja, dann gibt es Leute, die sagen, andere Dinge sind ihnen wichtiger. Das ist wohl so. Matthäus 6, 33 heißt es, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird da alles Übrige dazugeben. Christsein ohne Gemeinde? Jesus baut seine Gemeinde. Sie ist seine Idee, sein Plan, meine Berufung und deine. Und ich verstehe Menschen, die, weil sie enttäuscht sind, weil sie verletzt sind, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr zu einer Gemeinde gehen. Ich kann sie verstehen. Aber wenn ich das machen würde und sagen würde, es geht mir total gut, alles bestens, dann gebe ich den Plan Jesu auf, der doch an die Gemeinde geglaubt hat und Jesus wusste, wie wir sind und wie wir miteinander umgehen. Und trotzdem baut er so seine Gemeinde in aller Unvollkommenheit. Und diesen Traum will ich nicht aufgeben und ich lade euch alle dazu ein, den auch nie aufzugeben. Ich brauche die Gemeinde, ich brauche euch, ich brauche einen Bruder oder eine Schwester, die mal sagt, hör mal zu, also den einen Satz da, die das liebevoll sagt oder der das liebevoll sagt, im richtigen Moment, ja, nicht eine Minute nach der Predigt die WhatsApp-Nachricht schickt. Das hilft mir dann nicht, aber ohne dieses Feedback wäre ich arm dran. Aber die Gemeinde braucht auch mich und sie braucht dich, wie der Leib jedes Teil am Körper braucht. Und die Welt braucht die Gemeinde. Warum auch immer das Wort da nicht mehr steht. Die Welt braucht die Gemeinde. Ja, das ist der Missionsauftrag, ist ein gemeinsamer Auftrag, geht in alle Welt. Das machen wir nicht als Einzelpersonen und es gibt auch Forschung darüber. Es gibt ja viele Menschen, die sich zurückziehen von organisiertem Christentum, aber ihren Glauben leben. Das geht verloren, Mission. Das machen sie nicht mehr. Die haben einen eigenen Glauben irgendwie, halten den stark, aber das geht verloren. Die Welt braucht die Gemeinde. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und hey, es gibt vieles Schlechtes, aber die Gemeinde ist herrlich. Die ist die Braut Christi, sie ist der Tempel Gottes, sie ist der Leib des Herrn, sie ist unsere Familie. Und die ist herrlich. In Gottes Augen ist sie das. Und lass uns im Glauben das sehen. Nicht ignorieren, was besser sein kann. Uns Gott um Vergebung bitten, daran arbeiten. Ich möchte noch von zwei großen Männern Zitate bringen zum Schluss. Das eine ist von Dietrich Bonhoeffer aus dem Buch Gemeinsames Leben. Es gibt wohl keinen Christen, dem Gott nicht einmal in seinem Leben die beseligende Erfahrung echter christlicher Gemeinschaft schenkt. Aber solche beseligende Erfahrung bleibt in dieser Welt nichts als gnädige Zugabe über das tägliche Brot christlichen Gemeinschaftslebens hinaus. Nicht die Erfahrung der christlichen Bruderschaft, sondern der feste und gewisse Glaube an die Bruderschaft hält uns zusammen. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Und noch ein großer Mann, Karl Scheibenbogen, predigt. Predigt, Karl der Große, predigt von letzten Sonntag. Wir irren uns, wenn wir glauben, dass wenn wir uns entscheiden, Christus nicht anzuziehen, ihn nicht wiederzuspiegeln, dann hätte das nur auf uns Einfluss. Es hat Einfluss auf alle anderen. Und das war der letzte Satz in der Predigt von Karl und ich fand ihn so klasse und ich wollte, dass ihr den nochmal hört und lest, dass wir ist eine Liebesgemeinschaft, in der Christus als Ursprung des Lebens jenes erst ermöglicht. Das Leben wird ermöglicht durch Christus in der Liebesgemeinschaft, in dem Wir. Und ich möchte uns alle dazu ermutigen, dieses Wir immer mehr zu schätzen und uns als Wir zu sehen und nicht ich als ich.
Das Abendmahl wird im Englischen auch von unseren Geschwistern oft Communion genannt, Kommunion. Ja, auch in der Kirche die Erstkommunion. Ja, wir benutzen den Begriff in unserer Gemeinde nicht so oft, aber tatsächlich nennt Paulus es im Korintherbrief den Kelch der Gemeinschaft, das Brot der Gemeinschaft. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Das feiert der Leib des Herrn. Und in Korinth haben sie sich nicht gut benommen, nicht gut verhalten, denn die haben da auch gegessen, damals mit dem, und das Abendmahl war Teil davon. Und es gab sehr arme Geschwister und es gab reiche. Und die haben nicht miteinander geteilt und die haben noch nicht mal aufeinander gewartet. Machen wir auch nur begrenzt hier, dass wir warten. Ja, aber Paulus sagt, was ihr da feiert, ist nicht das Mahl des Herrn. Warum nicht? Weil sie irgendeine falsche Formel benutzt haben? Nee, sondern weil sie in der Weise, wie sie den Leib, und damit meint er die Gemeinde, den haben sie nicht gewürdigt. Sie haben einander nicht mehr respektiert und geehrt durch ihr Verhalten. Und dann ist es nicht mehr der Leib des Herrn. Und dann ist es nicht mehr das Mahl des Herrn, was sie feiern. Dann sind sie irgendeine Gruppe mit Problemen und mit gemeinsamen Interessen. Das Mahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir drücken dadurch auch aus, wir sind ein Leib, weil Christus uns zu einem Leib zusammengefügt hat. Und das werden wir tun, bis er wiederkommt. Lass uns.